Hi meine Lieben! Ja, heute wurde es mal wieder Zeit für ein neues Aufgebraucht-Video, weil auch mein Beutel hier ganz schön voll geworden ist in letzter Zeit. Und es ist ja schon ein bisschen her, mein letztes Aufgebraucht-Video, da dachte ich mir, ja, das könnte mal wieder drankommen. Ich beginne mal mit diesem Hitzeschutz hier. Der ist von Got2b und schon seit Jahren bekannt hier auf YouTube. Und was soll ich dazu noch groß sagen? Der wird bei mir ständig nachgekauft. Ich habe zwischendurch mal welche von Pantene Pro-V probiert und sogar von GHD. Aber ich finde, der hat noch den besten Hitzeschutz von allem. Also ich finde, der macht es noch am besten. Der verklebt die Haare nicht und ja, es fühlt sich einfach ganz gut an mit dem Haar. Und deswegen kauft ihr mir jedes Mal nach. Dann habe ich hier einen Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht. Das ist der von Revalde Loop, der Clean and Care in Waterproof. Also der macht auch Waterproof-Make-up weg. Und die haben jetzt allerdings eine neue Verpackung, die jetzt auch besser aussieht. Aber der Inhalt ist der gleiche, den habe ich mir auch schon mal nachgekauft. Und ja, würde ich auch jederzeit wieder nachkaufen. Dann habe ich ein Duschgel aufgebraucht von Balea. Das war noch so eine Sommer-Edition. Das war das letzte, was so sommermäßig noch war im Bad von mir. Und ja, das ist Brasil Mango. Und ich liebe diesen Duft. Ich liebe Mango über alles. Und der Duft war richtig gut. Und Balea bringt aber immer wieder super Sachen raus in Sachen Duschgel. Von dem her macht das jetzt nichts. Die werden auch im Sommer wieder ganz tolle haben. Ansonsten würde ich mir das nachkaufen. Aber jetzt zur Weihnachts-Winterzeit ist natürlich Brasil Mango jetzt nicht so begehrt bei mir. Dann habe ich von La Roche-Posay oder Posay, ich weiß nicht genau, wie man das hier ausspricht, so eine französische Marke, die es nur in der Apotheke zu kaufen gibt. Und ich hatte da schon mal das Waschgel davon für die Haut, dann dieses porenverfeinernde Gesichtswasser. Und hier habe ich sogar noch, das war so eine Reinigungslotion, auch so wie so ein Wässerchen für fettige Haut. Und ich finde, beides hat gar nichts gebracht. Also ich finde die beide super schlecht und für den Preis, da steht sogar noch dran, 10,78 € und das hat 12,85 € gekostet. Und ich fand beide echt nicht gut, im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass die mit diesem Waschgel dazu, mit dieser Waschcreme, noch mehr Pickel gemacht hat als vorher. Und ich habe eigentlich so nicht so die Probleme damit und wenn, dann nur vereinzelt. Aber mit den Produkten ist es auf keinen Fall besser geworden. Auch nicht mit der fettigen Haut bin ich nicht besser zurechtgekommen dadurch. Deswegen würde ich mir die auf keinen Fall nachkaufen und auch nicht empfehlen. Dann habe ich einen Conditioner für die Haare. Das nennt sich Fekai. Blöder Name irgendwie. Von Frederic Fekai. Und das ist dieser Protein Repair Conditioner, feuchtigkeitsspendend. Und den hatte ich damals über Douglas gekauft und danach ging der komischerweise auch aus dem Sortiment. Also ich weiß zwar nicht warum, aber ja. Der Duft war sehr, sehr angenehm. Das war so leicht rosa von der Farbe. Das war so ein warmer, vanilliger Duft, so seidig. Naja, seidig, wir können Seide duften, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ja, so ein wärmerer Vanilleduft war das und hat eigentlich ganz gut gerochen. Aber ich fand auch die Pflegewirkung nicht so wahnsinnig toll. Also einmal hat gereicht zum Testen und ja, ich glaube, ich hätte es mir auch nicht mehr nachgekauft. Dann habe ich hier von Balea das Pitaya Deo und ich liebe das. Schade, dass es rausgegangen ist, aber wie bei allem von Balea, das Zeug kommt ja fast immer wieder oder so ähnlich. Und das war so mein Lieblings-Ende Sommer, noch Herbstduft und ich habe das sehr, sehr geliebt. Und ich bin ein totaler Balea-Deo-Junkie, wenn es um diese Sprühdinger geht vor allem. Ich sprühe die mir gerne auch in die Schuhe, an die Socken. Ich liebe das, wenn das alles danach duftet irgendwie. Und ja, ich mag das sehr gerne. Dann habe ich von Garnier das schöne Hautöl, das sieht aus wie dieses Haaröl, wo es immer gab. Und dann hatten sie dieses schöne Hautöl, also das macht man sich auf die Haut statt Bodylotion. Und ja, das wäre mit Arganöl, Macadamia, Mandel und Rose. Zieht sofort ein und fettet nicht. Und ich muss sagen, es zieht nicht so schnell ein. Also ich fand es nicht so toll. Ich war froh eigentlich, dass es fertig war. Und ja, das blättert ja auch schon alles ab. Das, ich finde das nicht so klasse. Vom Duft her ja auch ganz angenehm. So ein bisschen nussig, glaube ich, war das. Ja, es ging. War ganz okay.
Aber nochmal würde ich es nicht kaufen. Ich glaube, das war auch recht teuer. Wenn ich mich nicht irre, um die 8 € oder irgendwie so. Also nee, nochmal würde ich mir das nicht holen. Dann doch lieber eine richtige Bodylotion, weil dieses Zeug, also das kann man auch nur im Winter auftragen. Im Sommer wäre das mega schmierig gewesen. Nee, lasse ich. Werde ich nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich hier ein Kérastase-Produkt. Das ist das, oh je, französisch, ne? Kérastase Resistance, keine Ahnung. Dieses Grüne mit dem Erosionslevel. Erosionslevel 3 bis 4, also das geht nach der geschädigten Stufe. Also 1 ist noch ganz okay und 4 ist halt irgendwie fast tot, das Haar. Und das ist so 3 bis 4, das ist schon eines der allerstärksten. Und das ist eben dieses Shampoo. Und ich glaube, das war auch recht teuer. Kérastase ist generell nicht ganz günstig und kriegt man meistens nur beim Friseur oder online. Und ja, also ich fand das gar nicht gut. Also ich habe da überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt und da ist richtig viel drin. Das sind 250 Milliliter und ich war echt froh, als das fertig war. Also nein, würde ich auch nicht nachkaufen. Dann habe ich habe sie schon ein bisschen demoliert, von Bioderma. Ja, ich habe hier aufgeschnitten. ich habe sie aufgeschnitten von Bioderma, das Sebium Matt. Das ist eine Feuchtigkeitscreme, mehr oder weniger, die aber auch gleichzeitig matt macht. Und ich finde die sehr, sehr gut. Die ist relativ teuer, um die 12 € meine ich. Und die muss man in der Apotheke nachkaufen oder eben online, aber das sind dann auch meistens Versandapotheken. Und damit ich alles rauskriege, habe ich das eben hier so überall aufgeschnitten, weil da bin ich locker noch mal eine Woche mit ausgekommen, wenn man die noch mal in eine kleine Tüte packt und zumacht. Und ja, warum soll ich das wegschmeißen, wenn da noch so viel Produkt drin ist? Und das hat jetzt 40 Milliliter. Und damit kommt man echt 2 Monate ganz locker, selbst wenn man es jeden Tag benutzt, also locker mit hin. Und ich finde das super. Ich finde, das macht die halt wirklich matt für mehrere Stunden und vom Duft sehr angenehm, sehr frisch, so gurkenmäßig frisch. Und ja, habe ich auch in Benutzung, habe ich schon nachgekauft. Dann von Vichy das Enthermal, ja, ein Wasser, ein feuchtigkeitsspendendes Gesichtsspray für die Haut. Und das hatte ich als kleines Set mit mehreren kleinen Artikeln, mal von der Apotheke. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das habe ich auch im Sommer sehr ausgiebig genutzt und habe mir dann auch die große Flasche nachgeholt. Nur das Problem ist, im Winter braucht meine Haut, selbst meine eher fettigere Haut, mehr Pflege. Und da reicht das leider nicht aus. Aber im Sommer ist das wirklich wunderbar. Und da werde ich das auch wieder verwenden. Und es steht auch bereits schon im Bad. Und das ist richtig, richtig gut. Dann habe ich von Maybelline den Colossal Volume Express Mascara. Der gelbe in Waterproof. Deswegen ist das hier auch so türkisfarben grün. Und den finde ich sehr, sehr gut. Ich liebe den über alles und habe jetzt aber mittlerweile 5 Mascaras, glaube ich, im Bad stehen, die ich abwechselnd und miteinander benutze. Aber der ist ein All-Time-Favorite, also den kann ich wirklich nur empfehlen. Der ist richtig klasse. Und ich kaufe mir die meistens immer in Waterproof, weil die den Schwung meistens besser halten. Und dieser Make-up-Entferner von Revival de Loop kriegt den super runter, deswegen warum nicht? Und ja, also Maybelline, einer von der besten Mascaras ever für mich. Dann habe ich von P2 den Feel Natural Concealer in 010, irgendwas mit Beige, ja, Natural Beige. Den habe ich sehr, sehr lange benutzt und jetzt ist er endlich leer geworden. Also 10 Milliliter waren da drin und das hat ewig gereicht. Und ich finde, den kann man sehr gut tragen, wenn man sonst kein Make-up trägt und dann von dem so ein bisschen unter die Augen, gegen Augenringe macht. Der ist richtig klasse, das verschmilzt so mit der Haut, dass man das nicht so sieht. Ich hasse das, wenn man Concealer so extrem sieht. Und der ist sehr, sehr hell, also 010 ist wirklich die hellste Farbe dort und der ist auch echt hell. Nur er deckt wirklich nicht gut. Also wenn, dann ist er, ja, also er deckt schon okay, aber nicht so gut wie den, wo ich jetzt habe von Maybelline. Und das ist mehr so das Natürliche, wenn man so eine leichte Deckkraft möchte. Also für richtig starke Augenringe ist der dann doch nichts, nur für so ganz feine, leichte. Dann kommen wir zu den letzten Produkten von Paul Mitchell, das Avapoué Wild Ginger Styling Treatment Oil. Das habe ich auch wieder nachgekauft und ich liebe das, es riecht so lecker. Und ja, das hat so flüssiges Keratin irgendwie drin und das baut die Haare wieder ein bisschen auf, deswegen wunderbar. Und benutze ich immer wieder mal zwischendurch. Ich habe so viele Styling Oils und keine Ahnung was. Dann habe ich hier mehrere Pröbchen von Paul Mitchell. Jetzt
Jetzt muss ich mal gucken, habe ich hier verschiedene. Ja, einmal hier dieses Moisturizing Laser Shampoo von Paul Mitchell. Ich habe ja auch die Größen noch bei mir stehen. Und deswegen, das waren noch so Pröbchen von zwischendurch. Ich liebe die. Das ist der Conditioner irgendwo hier. Genau, Daily Reichhaltiger Conditioner. Und einmal das Keratin Instant Treatment. Das, was man so einmal die Woche als Kur drauf macht. Und ich liebe die Produkte, die sind richtig, richtig gut. Kann man leider eben nur wieder im Friseurshop kaufen oder online und so. Und sind ein bisschen kostenspieliger, aber das ist echt so für zwischendurch echt sehr, sehr gut. Und einmal von Paul Mitchell das Moisture Instant Daily Shampoo, auch als Probe. Das hatte ich auch mal als kleines. Da bin ich mir nicht so sicher, wie gut das für meine Haare ist. Aber für die Kopfhaut ist es super. Also gegen trockene Kopfhaut. Echt top. Also das erfrischt richtig die Kopfhaut und versorgt sie wieder mit Feuchtigkeit. Also bei mir funktioniert es und zwischendurch ist das echt so ein super Favorit, der immer wieder so die Kopfhaut ja, regeneriert und gegen die böse Heizungsluft ja, stärkt. Ja, jetzt ist mein Beutelchen leer. Oh, ich liebe diesen Beutel. Oh, sieht wie so ein Paket. Habe ich jetzt auch schon richtig lange. Und das war's dann mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Adventszeit, denn ich glaube, ja, ich kann euch schon schöne Weihnachten wünschen. Ich werde vor Weihnachten keins mehr drehen. Ja, dann wünsche ich euch schöne Weihnachten und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!